Moin, moin, liebe Freunde, willkommen zurück in meinem Pfandhaus bei Barnfinders. Ein neuer Tag ist angebrochen, unser Pfandhaus ist noch voll. Und ich würde sagen, bevor wir die Mail lesen, wollen wir noch ein paar Leute abziehen. Deswegen öffnen wir kurz unseren Laden hier und warten auf die Opfer. Das wird dann Spaß. Erstmal Musik anmachen hier. Miko! So, Duck Tucker. Das Bild. 83. Da geht noch was, ne? Da geht noch mehr. Wie? Abgelehnt. Na gut, dann nimm das mit. Sowieso wertlos. Und er will eine Waschmaschine haben. 182. Ist nicht, mein Freund, ist nicht. Du hast mehr Geld. Nee, komm. Gib mir dein Geld. Jetzt darfst du es haben. Und jetzt raus hier. Schön Tisch noch hier. Nur ein Kunde. Agent, Agent, der will doch nichts kaufen. Verlassen Sie jetzt sofort meinen Laden hier. Hau ab! Wenn nichts kauft, bleib draußen. Und du sowieso. Er ist schon wieder. Er hat gerade die Waschmaschine gekauft und will jetzt diesen schönen Stuhl haben. Ja. Dir wird das Lachen noch vergehen, mein Freund. Ja, komm, 400. Verhandeln kann ich. Ich habe das Gefühl, wir brauchen noch ein bisschen Kohle für die nächste Auktion. Ich weiß gar nicht, ob die nächste Mission schon eine Auktion ist. Wahrscheinlich noch nicht. Ach, du willst die Schaufensterpuppe haben. Sieh mal eine an. Du bist ein Netter. Du bezahlst nur 105. Oh. $600. Das wird teuer. Das wird teuer, Freunde. Du willst einen Staubsauger, Bär, den brauchst du bestimmt. Hätte mich auch gewundert, wenn ein Mann den gekauft hätte. Fast 300. Für das Geld kriegst du schon mal. Jetzt will er auch noch das Motorrad kaufen, oder was? Junge, wie viel Kohle hast du denn? Finden wir es heraus. Ich finde es schön, dass sie meine Preise immer noch fair finden. 870, komm, nimm mit. Okay, jetzt habe ich keine großen Gegenstände mehr. Ich habe hier noch ein Auto, ne? Das kann auch noch verkauft werden, Freunde. Turbo-Kalb. Er will die Knarre haben, ja. Das habe ich mir fast gedacht, dass er die Knarre haben möchte. So sieht er auch aus. So ein kleiner Mafiosi. Den bezahle aber auch dafür ordentlich hier. Ja! Und du? Die Kommode? Wie aus denn? Drogen habe ich leider nicht für dich. Da steht immer noch keiner. Und an diesem Stand können Leute Gegenstände an mich verkaufen. Will nur keiner. Ach, guck mal an. Das Huhn lebt doch noch. Verpiss dich. Na, schon zu Ende gesaugt? Ja, mal eben $74 für einen gebrauchten ranzigen Briefkasten. Oh, das Auto will verkauft werden. Hallöchen. 1300? Nee. Junge Frau. Bringt nur 10% dazu. Und weil sie sind, nochmal 300 extra.
Jetzt habe ich aber auch nichts mehr, ne? Nee. So, lohnt es sich noch weiter zu verkaufen? Einmal mache ich noch. Zwei Kunden. Deine Stimme klingt schon wie eine Trompete. Warum willst du jetzt noch eine haben? Aber gut. Ziehe ich auch ihr das Geld aus den Taschen. 190, bitteschön. Wollte ich woanders? Er ist schon wieder, ne? Alter, und er will mir erzählen, er hat kein Geld. Und kauft ja einen Scheiß nach dem nächsten. Nee, weißt du was? Denn nicht. Denn nicht. Tschüss. So. Feierabend. Lass mich doch nicht verarschen hier. $50 für ein Buch. In welcher Welt leben wir denn? Oh, wir haben zwei ungelesen. Machen erstmal einen Ausflug zum Haus am See. Ein bisschen Urlaub. Muss auch mal sein. Tut mir auch mal ganz gut. Hallo Bahnfeiners, ich habe einen Job für euch. Ich brauche das Bodenradar, das mein Bruder mir gestohlen hat. Es sollte auf seiner alten Ranch sein. Könnt ihr es für mich auftreiben? Ich bin zu fett und zu faul, um dorthin zu fahren. Ciao. Machen wir demnächst einen Pokerabend? Ja. Das Ding hole ich. Otis Ranch. Ja. 5 Benzin? Na gut. Das wird noch interessant. Machen wir. Das sieht ganz schnuckelig aus, ne? Da mit der Schaukel rechts im Bild. Wer sitzt da drauf? Natürlich mein Onkel. Zumindest lungert er nicht auf dem Dach rum. Da sitzt er schon. Ach, ist das auch eine Auktion? Ist das eine Auktion? Weil die ganzen Leute da rumlungern. Nee. Was wollt ihr denn hier, Leute? Hör mal. Ich sammle erstmal ein bisschen Müll hier. Nee, da ist nichts mehr drin. Ihr wisst, wie es läuft? Ja, ist da so ein bisschen die Gegend absuchen. Hier höre ich auch schon was. Ach, ich brauche die Axt, genau. Axt. Verschlossene Tür. Aber da komme ich doch von hier rein, oder? Ich will da rein. Schaff das noch? Ist die Tür vielleicht offen? Hätte ich vielleicht erstmal gucken sollen. Nee, ist auch verschlossen. Also ich muss da rein. Wie? Wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Und wo sind wir überhaupt? Okay, hier ist nichts. Da komme ich auch nicht rüber, glaube ich. Nee. Hier ist der Weg versperrt. Den Baum kann ich nicht fällen mit meiner Super-Axt. Da ist auch nichts drin. Gehen wir eben hier durch.
natürlich wieder Müll mitten im Wald hier. Willkommen zum Müllsammelsimulator 2021. Oh Leute, was ist das denn jetzt hier alles wieder? Das Gefühl, ich bin nur in Wäldern unterwegs. Wieder irgendwelche Touristen ihren Müll da gelassen. Und ich darf das wieder wegräumen. Wir halten uns erstmal rechts. Ein paar Holzkisten. Und eine Höhle. Und noch ganz viel Müll. Gut, gehen wir rein. Was kann schon Schlimmes passieren? Ich habe eine Taschenlampe. Jetzt haben wir hier irgendwie so einen Gegenstand aufgenommen, den wir brauchen, um irgendwas anderes zu tun. So groß ist die Höhle gar nicht. Gehen wir mal weiter. Ist noch eine Höhle. Sieht jetzt eklig aus. Kann ich da durch? Warum ist diese Höhle hier? Hier gibt es nichts Interessantes. Fast nichts. Es sieht fast so aus, als müsste ich irgendwie so ein Totem bauen. Was ist denn hier hinten noch alles? Weg mit dir. Noch ein Zelt. Comic. So, weiter geht's hier aber nicht, oder? Das ist doch ein Witz. Geht's hier auch noch weiter? Hä? Aber hier ist doch nichts mehr. Wie groß ist denn bitte schön wieder dieses Gebiet? Das verstehe ich nicht. Warum ist das so groß? Wie kann ich noch hin? Ach, hier kann ich ins Wasser. Uff. Was soll ich sagen? So, buddeln kann man hier auch noch nichts. So, wir kommen von da. Da waren wir. Aha. Wie? Nichts gefunden. Ich habe keine Lust, hier wieder irgendwas zu übersehen. Weil ich habe echt noch kaum Gegenstände gefunden. Aber wir sind ja auch auf so einer blöden Insel, ne? Das gehört ja eigentlich gar nicht zu dieser Hütte, wo wir hin sollten. Leute, muss das sein? Ich bin auch nur ein alter Pfandsammler hier. Dietrich, habe ich dabei? Kein Problem.
da ist das letzte Teil. Noch schnell das Zelt abreißen. Ist hier noch irgendwas? Hier kann man ja die komplette Wildnis absuchen. Komme ich da hoch? Nee. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Das sieht mir auch alles sehr suspekt aus. Aha. Hier kommen wir noch graben. Auch nichts. Wozu habe ich mir die Schaufel gekauft? Also wenn da oben nichts ist, ne? Das war... Da war die Verlockung zu groß. Ich dachte, hier wäre was. Okay, dann gehen wir mal zum Totem. Ich nehme die Axt schon mal in die Hand. Falls ja gleich irgendwie, weiß ich nicht, ein Endgegner kommt. Was soll ich jetzt rein? Ja, genau! Als wenn ich jetzt in so einer Riesenhöhle bin, oder was? Was war das? Als wenn hier so ein Rätsel ist, oder was? Hat das was mit den Steinen zu tun? Hier ist ein Kreuz. Hier ist Müll. Da ist ein Viereck. Es ist halt hier wie bei Tomb Raider. Habe ich hier noch mehr Zeichen? Da ist so eine Sanduhr. Da ist ein Dreieck. Dreieck. Kreuz. Weißt du, was ist? Dreieck. Hä? Zu kurz gesprungen. Was bist du? Ach, guck mal an, das ist... Ach so. Na klar. So. Das war der Falsche. Okay. Kein Problem. Dann musst du ja der Richtige sein. Okay. Das heißt, dahin, dahin und dahin. Aha! Neue Axt? Kann ich wahrscheinlich nicht benutzen?
Was ist hier? Habe ich hier alles? Ne, habe ich nämlich nicht. Wir wollen ja alles mitnehmen. So. Springen wir doch nochmal rüber. Oh. Da unten sind ganz viele Skelette. Tut das Not? Nee. Nee, das prangere ich an. Ich war ja wohl drüben. Komm jetzt. Ich hatte Land unter meinen Füßen. Jetzt aber. Da war ein Schalter. Was passiert? Ein Hut erstmal. Ja, natürlich. Onkel. Mensch. Mann, hab ich was erlebt. Die Insekten fressen meine Seele auf. Ist mir egal. Lass ihn wieder zurück. Das hast du auch gerade gesehen, oder? Anscheinend nicht. Angelrute. Okay, wir haben noch einiges zu tun, Leute. Mich würde interessieren. Gut, da ist doch noch was. Wie komme ich denn da rein? Das musst du schaffen sein. Wahrscheinlich findet man aber eher einen Schlüssel. Um da reinzukommen. Guck erstmal, ob man hier noch hin kann. Passt. Ah, komm. Wir suchen einen Schlüssel. Das hat hier keinen Sinn. So, erst wieder außen rum. Hier ist nichts. Oha, das sieht gefährlich aus. Einfach aus, ne? So. Bisschen Müll sammeln. So. So, hier. Noch mehr Müll. Das weiß ich nicht. Das war's hier. Oder habe ich wieder irgendeinen Schalter übersehen? Weiß ich nicht. Verzieh dich!
Der Dieb, ich habe Angst davor, die Insel zu erkunden. Ja, das kann ich verstehen. Aber die Gefahren sind vorbei. Ist alles erledigt. Oh Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Wie groß ist das Gebiet denn hier bitte? Was ist das? Zirkussockel. Aha. Okay, hier geht's nicht weiter. Junge, Junge, Junge. Das Gebiet ist ja fast so groß wie das von Skyrim hier. Die Bänke nehmen wir natürlich noch mit. So. Gucken wir noch hier unten. Und dann geht's auch gleich ins Haus, würde ich sagen. Komme ich hier rein? Etwas blockiert diese Tür. Komme ich überhaupt da rein? Oh, ist das alles Verarschung. Vielleicht ist der Schlüssel unter dem Teppich. Ja. Ist er. So, dann machen wir uns mal ans Werk hier. Hier ist schon mal nichts. Okay, den Globus nehmen wir mit. Der Teppich ist auch noch hübsch. Eine alte Tastatur im Kamin, natürlich. Ist da noch was? Das ist die Frage. Nee, der Kamin ist dicht. Ich übersehe hier nichts heute. Was versperrt jetzt hier die Tür? Hä? Nichts blockiert diese Tür. Nichts. Nur so ein hässliches Bild. So eine schöne Pflanze stellt mir auch ins Pfandhaus, oder? Oh. Beim ersten Versuch. Was ist das? Eine Maske. Fruchtbarkeitsmaske. Brauche ich nicht. Müll, 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 Müll. Gib mal all euer Geld hier. Damit ich euch bei der nächsten Auktion wieder fertig machen kann. Aha. Wo kommst du denn her? Da ist noch was. Oh, schön Messerblock. Nimm doch auch mit. So, das war dieser Raum. Jetzt müssen wir noch nach oben. Oh, hier ist noch eine Tür. Das Badezimmer. Sehr schick, muss ich schon sagen. Ein Trockner. Ne, Waschmaschine ist das. Das war's. Gut, dann gehe ich nach oben. Ich würde gerne noch einen Schlüssel finden fürs Bootshaus. Das hätte ich doch noch gerne. Aha. Okay, wir kommen aufs Dach.
Da gehen wir doch gleich mal hin. Schönes Bild. Kennt ihr den Film Mr. Bean? Oh, wie heißt der noch? Ist das der ultimative Katastrophenfilm, wo er dieses Bild im Museum bewachen soll und dann niest er da drauf und versucht das mit Chemikalien wegzumachen und mit Kaugummi zu reparieren? Hat mich so ein bisschen an den Film erinnert. Da ist der Schlüssel. Sieh mal einer an. Leute, ich denke, wir sind auf einem guten Weg, alles mitzunehmen hier. Okay, das war auch dieser Raum. Jetzt gehen wir aufs Dach. Weil hier ist doch was. Ich hab's gehört. Ist das mal noch Müll? Da ist noch mehr Müll. Ha! Toilettenpapier. Sehr schön. Und jetzt gehen wir ins Bootshaus. Würde ich sagen. Gucken wir oben an. Etwas blockiert die Tür. Und dann gehen wir unten rein. Aber wie kommen wir von hier nach oben? Wie kommen wir von hier nach oben? Da ist eine Leiter. Gar nicht gesehen. Was ist das denn? Ein Joystick. Benzin, sehr schön. Alle Gegenstände gefunden. Das glaube ich erst, wenn ich die Statistik nachher sehe. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Moonshine. Macht euch bereit fürs Delirium Theater. Welche Ausgabe gibt es heute? Ganz schön spooky. Hab mich irgendwie enttäuscht. Die Ausgabe. Ich bin klein. Oder? Ich bin so groß wie der Türknauf. Und wenn ich mich ducke, bin ich noch kleiner. Das heißt, komme ich jetzt durch irgendwelche kleinen Löcher oder was? Hat das was mit dem Mondschein zu tun? Guck mal, Onkel, ich bin geschrumpft. Gibt es noch irgendwelche Secrets, die ich jetzt erkunden kann? Guck, wie klein ich bin. So ein Bug, oder? Komm mal, ich schub's dich an. Ui. Ui. Da ist von oben ist meine Axt. Darf ich fahren? Ich will fahren. Komm, Onkel, wir fahren nach Hause. 21.115, sehr gut. Alles gefunden. Jetzt bin ich wieder normal groß. So, wir gucken erstmal, ob wir was zum Saubermachen haben. Und guck mal, das muss repariert werden. Das können wir auch mal machen. Alles sauber. Haben wir die Reparaturstation schon? Haben wir die schon gekauft? Nee. Dann machen wir das doch einfach mal.
Wie teuer? 800. Lernprogramm Gegenstände reparieren. Mit der Reparaturstation von Miko kannst du defekte Gegenstände reparieren. Defekte Gegenstände sind mit einem Hammer-Symbol gekennzeichnet. Repariere beschädigte Stellen mit Hilfe von Teilen, die du durch das Zertrümmern von Schrott mit der Axt erhältst. Klingt erstmal easy. Wir probieren es direkt aus. Wir haben natürlich einige Teile, die wir reparieren müssten. Fangen wir hiermit an. Mit dieser alten Zapfsäule. So, hier rein. Lass mich hier rein. So. Auf die Beschädigung den Gegenstand reparieren. Ach so. Ja, und wie teuer war das jetzt für mich? Schien die Preise. Was habe ich denn? Ich habe 27 Zahnräder, 92 Holz und 49 Seile. Ein Zahnrad kostet mich das. Ach, da oben steht es. Zwei Seile. Gegenstand repariert. Kann ich nicht auch. Schön wäre es, wenn ich hier rangehe und mir die Teile direkt hier angezeigt werden, die kaputt sind. Das wäre schön, dass ich nicht immer hin und her laufen muss. So, was haben wir hier noch? Flammenwerfer oder so? Dicke Laserkanone? Kamera? Wir hätten noch so einen Frosch. Safe. Wozu kann man denn den Frosch denn wohl benutzen? Yo! Hier! Ah, ich verstehe. Ist ja witzig. Aber wir beantworten erstmal die E-Mail. Wir müssen Cash kriegen hier. Wir müssen Cash in die Tash. 580. Die andere Mail lesen wir morgen. Bereite ich erstmal so ein bisschen mein Geschäft wieder vor. Für den nächsten Verkaufsstart. Okay. So, alle Regale sind wieder voll. Ja, geil. Wenn du fertig bist, geschlafen, machen wir sofort. Ja, Leute, ich bedanke mich wieder fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen ersten Mai-Feiertag. Genießt das Wochenende, bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Ciao.